Mo. Und Julia. Kaptab. Tonne. Eberhard. DJ. Rocky. Nelly. Spy. Nico. Alle sind dabei. Lasst uns in Disneys kurzer Pause. Schulstress. Ich will nach Hause. Pausenchecker. Chaos. Pflicht. Noch mehr Spaß verträgst du nicht. Disney's kurze Pause. Da sind wir alle bei dir zu Hause. In Disney's kurzer Pause. Flip, bist du's wirklich? Na logisch, was fragst du denn so blöd? Naja, weil das da unter deinem Arm ist eine Zeitung. Ganz genau. Ich hab mir nämlich gedacht, ich mache einen auf intellektuell. Das kommt bei Julia vielleicht gut an. Meinst du nicht, es sieht irgendwie ein bisschen intellektueller aus, wenn du sie aufschlägst und darin liest, anstatt sie unter dem Arm rumzutragen? Oder kann deine Achsel allerdings lesen? Nein, kann sie nicht. Aber ich wette, deine können bald reden. Hilfe, Mo, wir ersticken. Komm, wasch uns. Na, geht doch. Mo, das glaube ich einfach nicht. Ja, dann riech halt selbst mal. Uah, Quatsch, das meine ich doch gar nicht. Ich meine doch den Artikel. Meinst du es tatsächlich, was da drin gelesen? Das ist ja der Wahnsinn. Vier Polizisten, die sich als Diebe verkleidet haben, verhaften vier Diebe, die sich als Polizisten verkleidet haben. Wie blöd kann man sein? Quatsch, das doch nicht. Hör zu, es wurde ein Phantombild von dem Randalierer erstellt, der seit geraumer Zeit die Schüler verschiedener Schulen in Angst und Schrecken versetzt. Mo, du glaubst nicht, um wen es da geht. Lass mich raten, der Direktor als Schüler verkleidet? Schlimmer. Schlimmer hat er einen Sohn? Quatsch, schau halt selbst. Sag mal, vielleicht bin ich ein bisschen schreck drauf, weil ich an meinen Achseln gerochen habe, aber der sieht ja aus wie unser Streberhard. Du, das ist Streberhard. Das sagen sogar deine Achseln. Das ist Streberhard. Das ist Streberhard. Ich finde, wir sollten dem Direktor sagen, dass Strebi der gesuchte Randalierer ist. Das können wir nicht. Damit brechen wir unsere oberste Regel. Stimmt. Nichts dem Direktor sagen. Aber wir könnten es beisagen. Oder haben wir da auch irgendeine Regel? Man soll keine schlafenden Hunde wecken, hat mein Opa immer gesagt. Schon mal gehört? Nee, kenne ich nicht. Aber mein Opa sagt immer, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Ist doch auch schön, oder? Flip, du kapierst nicht. Was ich damit sagen wollte ist, wenn wir Strebi verpetzen, egal an wen, dann rächt er sich möglicherweise an uns. Oh je, du hast recht. Am Ende verprügelt er uns noch. Ich darf gar nicht dran denken. Oder was, wenn er nicht nur ein Randalierer ist, sondern auch ein Alien oder ein Mutant. Und er ist hier, um die Weltherrschaft an sich zu reißen. Flipper, du schaust zu viel Fernsehen. Wir bleiben einfach ganz ruhig. Und später, wenn er von der Schule nach Hause geht, sagen wir das dem Direktor. Ganz easy, oder? Klar. Mo, ich hab die Hosen voll. Sag mal, geht's noch? Seid gegrüßt. Verzeiht mir bitte, wenn ich indiskret erscheinen sollte, aber welches Thema erörtert ihr gerade? Ja, ja, du hast recht, Streber, Eberhard. Ich bin voll deiner Meinung. Das war ich übrigens schon immer. Du hast vollkommen recht. Wir sprachen gerade über das Wetter. Die Sonne scheint ja so schön warm heute. Ja, ja, man muss sich das mal vorstellen. Die Temperatur auf der Sonne erreicht bis zu 15 Millionen Grad. Kein Lebewesen könnte sich der Sonne auch nur nähern, ohne aufgelöst zu werden. Auflösen? Mo, er will uns auflösen! Ich begreife den Sinn deiner Aussage nicht ganz, Philipp. Flipper hat nämlich Angst vor der Sonne. Ja, richtig. Weil er gehört nämlich zu den Menschen, die sich nicht im Dunkeln, sondern im Hellen fürchten. Und deswegen meidet er die Sonne aus Angst, sie könnte ihn verbrutzeln. Aber das ist ja pathologisch abnorm. Dagegen gibt es doch bestimmt Medikamente. Medikamente? Mo, er will uns vergiften. Ja, ja, man muss sich vergegenwärtigen, dass der interstellare Raum immense Mengen an Gas enthält und nicht etwa nur ein Vakuum ist. Vakuum? Will uns etwa die Luft raussaugen? Hey Leute, hey Strebi! Ah. Hey, Vorsicht, das ist unser Freund, der Eberhard. So gehst du nicht mit ihm um, kapiert? Ach nee, dann schau mal ganz genau zu. Hey, hey, mach das mit mir, aber nicht mit dem Eberhard. Hey, schon verstanden. Oh. Tut mir leid, Nico, aber... Das war's dann wohl. Was war's dann wohl? Na, mit dir. Mit deinem Leben. Hier, man hätte dich kennengelernt zu haben. Ich fürchte, es bedarf einer gewissen Aufklärung, damit auch ich verstehe. Strebi, Eberhard, du, das war alles gar nicht so gemeint. Und ich mach das doch immer. Und schau, bei mir mach ich's auch. Da, da. Nico, dein Verhalten ist heute selbst deiner nicht würdig. Strebi ist der Randalierer?
Sei gegrüßt, Anton. Oh, wie ich sehe, bist du gerade im Begriff, dein dir Liebstes zu verzehren. Hier, nimm es. Ich mag gar kein Brot. Ich mochte auch noch nie Brot und Hunger habe ich auch keinen. Eigentlich habe ich nie Hunger und Essen tue ich auch nicht gerne, aber ich finde alles prima, was du prima findest, wirklich. Ich habe den dringenden Verdacht, in eine Angelegenheit verwickelt zu sein, deren Umstände mir bisher völlig unklar sind. Hey, Panne. Hi, Ebert. Dich habe ich gesucht. Ja, wahrscheinlich wolltest du mir auch so hingebungsvoll deine Aufwartung machen, wie all die anderen. Nein. Ich hatte gerade Informatik und habe ich das im Internet gefunden. Das wollte ich dir zeigen. Der berüchtigte Schulrandalierer ist von der Rektorin der Schule am Marktplatz gefasst worden. Ach, ist das nicht die Lehranstalt hier ganz in der Nähe? Ja, aber schau dir mal das Foto an. Oh, wie verwegen. Ein Doppelgänger. Hä? Heißt es, dass Strebi gar nicht der Randalierer ist? Richtig. Und jetzt begreife ich auch das Verhalten der anderen. Es war ein banales Quid pro Quo. Das interessiert mich überhaupt nicht, dein komisches Qui, Quo. Gib einfach her. Verräter, die ihr seid, ihr fürchtet euch vor meinem Zorn, nicht wahr? Oh, klar. Ein Zorn könnt ihr euch zermalmen. Eine Verschonung ist nur möglich, wenn ihr allzeit meine Wünsche erfüllt. Oh, jetzt habe ich aber Angst. Ich zittere am ganzen Leib. Ich gebiete euch, mich aufmerksam anzuhören. Denn ich werde mich darauf beschränken, nur ein einziges Mal zu sprechen. Konzentrier dich, Flipper, sonst kriegt unser Strebi hier einen Infarkt. In erster Linie erwarte ich, dass ihr einmal in der Woche meine Sklaven seid. Und da seid ihr mir zu Dank verpflichtet, denn das ist doch sehr, sehr großzügig von mir. Strebi. Und außerdem wünsche ich von euch, dass ihr beharrlich lernt, sodass ihr mein intellektuelles Niveau erlangt. Strebi, wir wissen, dass du nicht der Randalierer bist. Ach so. Oh, entschuldigt, ich hoffe, ich bin euch nicht zu nahe getreten mit meinem kleinen Scherz. Uns nicht. Aber stell dir mal vor, der echte Randalierer bekommt Wind davon, dass du versuchst, ihm die Show zu stehlen. Ihr verratet mich doch nicht. Mal drüber nachdenken. Wie war das eben mit den Sklaven? Echt super Idee. Also hör zu, Strebi, wir sagen es dir nur einmal. Das können wir nicht. Damit wirst du... Smilzo ist der Randalierer? Oh. Strebi, das war doch der Casting-Tag. Nein, der Randalierer. Ach, jetzt.